die richtige Richtung. I need to know what my church is doing. Ich muss doch wissen, was meine Gemeinde macht. You need to know what your church is doing. Du musst wissen, was deine Because Gemeinde Pastor macht. Because Pastor Alex is setting a direction. Denn Pastor Alex gibt eine Richtung vor. Based on what the Spirit is telling us as the church. Abhängig von dem, was der Heilige Geist uns als Gemeinde sagt. Don't ever think we're just choosing all that's teach about this and preach about that. Denk nicht, dass wir das einfach so entscheiden. No, jetzt lernen wir mal das und predigen wir mal das. No. Nein, nein. No, the Spirit is stressing something right nein. now. Der Heilige Geist betont im Moment etwas. He wants to bring us on a higher level. Er möchte uns auf die nächsthöhere Ebene bringen. He wants us to be this type of church. Er will, dass wir diese Art von Gemeinde sind. That we live in that victory. Dass wir in diesem Sieg leben. That when challenges come. Dass wenn Herausforderungen kommen. When circumstances are not nice. Wenn Umstände nicht so schön sind. When emotions start to scream. Wenn die Emotionen schreien. When doctor's report are not so positive. Oder wenn ein Bericht vom Arzt nicht so positiv ist. When you get your bank account statement and you say, oh, oh. Oder wenn du deinen Bankauszug, Kontoauszug holst und du sagst, oh, oh. That we don't get into depression. Dass wir dann nicht in Depression verfallen. That we don't give up. Dass wir nicht aufgeben. That we do not just say, oh no, this week is like, oh, that's gonna be a bad week. Dass wir nicht sagen, oh, diese Woche, oh, das wird eine furchtbare Woche. No. Nein. No, we're living under a different law. Nein, wir leben unter einem anderen the Gesetz. The life of Christ Jesus. Das Leben von Jesus Christus. The life of Christ Jesus. Das Leben von Jesus Christus. The life of Christ Jesus. Das Leben von Jesus Christus. That word life here is Zoe. Und dieses Wort Leben hier ist Zoe. Do you understand? It's a God kind of life. Und das ist Gottes Art des Lebens. But you know, the Holy Spirit was dealing with me about this. Und der Heilige Geist hat da mit mir drüber gesprochen. That some of you, dass einige von euch, you're looking too much in the past. Ihr schaut zu sehr in die Vergangenheit. Not just at your circumstances. We talk about this all the time. Nicht nur auf eure Umstände und wir reden da immer drüber. But at the past. Aber auf die Vergangenheit. What has happened in the past? Was in der Vergangenheit passiert ist. What wasn't working too well in the past? Was in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert hat. How people hat. Have treated you in the past? Wie Leute dich in der Vergangenheit behandelt How haben. How unfair something was in the past? Wie unfair irgendwas in der Vergangenheit that your war. Your upbringing wasn't just the way it should have been. Dass deine Erziehung nicht so war, wie sie gewesen that sein sollte. That your parents haven't loved you the way they were supposed to be loved. Dass deine Eltern dich nicht so geliebt haben, wie sie es hätten tun sollen. That your kindergarten teacher wasn't treating you in kindergarten the way you were supposed to. Oder dass deine Kindergärtnerin im Kindergarten dich nicht so behandelt hat, wie sie es hätte tun sollen. That people were persecuting you in school. Oder dass man in der Schule dich verfolgt hat. Because you had too big ears or your nose was too big for your age. Weil du zu große Ohren hattest oder deine Nase für dein Alter zu groß war. I mean, I'm using on purpose some funny examples, also you know. Benutze absichtlich ein paar lustige Beispiele. But you understand what I'm talking about. Ihr versteht, was ich meine. And we are always hindered in this. Und es hindert uns dann immer Because irgendwie. We're always thinking, wouldn't it be so nice to live this type of victorious life? Weil wir immer denken, wäre das nicht schön, dieses siegreiche Leben zu leben? But you don't know what happened there. Aber du weißt ja nicht, was da passiert ist. Let's go, please. Lass es los. Let go. Lass es los. Christ paid the price for it. Christus hat dafür den Preis bezahlt. In Isaiah 43. Im Jesaja 43. Old Testament. Altes Testament. Isaiah 43. Jesaja 43, Verse 18 it says, in Vers 18 heißt es, Remember not the former things, nor consider the things of old. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht. Then in Verse 19 it says, Behold, I'm doing a new thing. Und dann im Vers 19 heißt es, Siehe, ich wirke Neues. Now it springs forth. Jetzt sprost es auf. Do you not perceive it? Erkennt ihr es nicht? The new thing has already happened in Christ. Das Neue ist in Christus schon passiert. Forget the old stuff. Vergesst das Alte. You left it at the cross. Das habt ihr am Kreuz gelassen. All things have passed away. Everything has become brand new. Das Alte ist vergangen. Alles ist nagelneu geworden. Brand new. Nagelneu. It doesn't matter what used to run in your family. Das spielt keine Rolle, was in deiner Familie lief. You know, you are new. Du bist neu. Do you understand what that means? Verstehst du, was das heißt? I mean, you could actually run around and say, "My family name is Jesus Christ." Du könntest rumlaufen und sagen, mein Familienname ist Jesus Christus. That's not your family anymore, where you came from. Denn die Familie, wo du herkommst, ist nicht mehr deine Familie. Families. Du bist jetzt in einer anderen Familie. Do you understand what I mean? Verstehst du, was ich I'm meine? I'm saying abandon your relatives, okay? Und ich sag nicht, verlass deine Verwandtschaft. That's not what I'm saying. Das sag ich nicht. But you know all this old stuff. Aber all diese alten
alten Sachen. All this junk which came with your family side. All dieser Mist, der mit der Familienseite dahergekommen ist. Vergiss es. You're in a new family. Du bist in einer neuen Familie. You are under a new law. Du bist unter einem neuen new Gesetz. Life. Unter einem neuen Leben. Let it go. Lass es los. In Philippians chapter 3. Im Philipper Kapitel 3. Verse 12. Vers 12. It says, da heißt es, not that I have already obtained this or I'm already perfect, but I press on to the to make it my own because Jesus Christ has made it his own. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. And he's talking about that he's not complete in character yet. Und da spricht er darüber, dass er im Charakter noch nicht vollendet ist. He's already complete in Christ. In Christus ist er schon vollendet. Brothers, verse 13, I do not consider that I have made my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and stretching forward to what lies ahead. Vers 13, Brüder, ich denke von mir selbst nicht es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. So, don't look back. Schau nicht zurück. Stretch forward. Streck dich nach vorn aus. Get a hold of and grab a hold of what Christ has paid for you. Ergreife das, was Christus für dich bezahlt hat. Meditate on it. Think about it. Sinne darüber nach. Denke darüber nach. You have to understand. Du musst verstehen. What Christ has paid is for you. Das, was Christus bezahlt hat, ist für dich. Not just for us. Nicht nur für uns. It is for you. Das ist für dich. Do you understand the difference? Verstehst du den Unterschied? It is so easy to say, yeah, 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 Monica, I agree with this. Und es ist so leicht zu sagen, ja, ja, Monika, ich stimme damit Healing überein. Is ours. Heilung gehört uns. Prosperity belongs to us. Wohlstand gehört uns. God's protection is ours. Und Gottes Schutz gehört uns. He will make sure that we're not in the economy crisis. Und er wird sicherstellen, dass wir nicht in der Wirtschaftskrise stecken. Do you hear me? Hört ihr mich? It's for us. I'm talking plural. Es ist wir, für uns. Ich rede im Plural. And it is so easy to agree with that. Und da ist es leicht, damit übereinzustimmen. Until you need it for yourself. Bis du es für dich selber brauchst. It is for you. Es ist für it dich. It is for you. Es ist für dich. It is for you. Es ist für dich. It is for you. Es ist für dich. Do you understand? Verstehst you du das? You need to have the revelation on that. Du musst da die Offenbarung drüber haben. It is my healing. Das ist meine Heilung. Do you understand? Verstehst du das? It's my prosperity. Es ist mein Wohlstand. It is my protection. Es ist mein Schutz. It is my life in Christ Jesus. Das ist mein Leben in Christus Jesus. And that is mine, especially then when things don't look like it. Und es gehört besonders dann mir, wenn die Dinge nicht danach aussehen. Ja? When we preach it from up front. Und wenn wir das von hier vorne predigen. You all agree. Dann stimmt ihr alle überein. Then, yes, yes, hallelujah, praise the Lord, this is good. Und sagt, ja, ja, preist den Herrn, hallelujah, das ist gut. Until you have that bank account slip in your hand. Bis du deinen Kontoauszug in der Hand hältst. And it says minus before there. Und da ein Minus davor steht. You know, and the bottom there, minus. And then there's not a 0, 0, there are some numbers. Da steht Minus und da steht ja nicht was 0, 0, da stehen dann auch noch Zahlen da. And then you realize, wait a second, this minus gets extremely close to the end of the credit the bank is going to give me. Und dann sagst du, Moment mal, das ist aber schon ziemlich nah am Ende des Dispos, den ich von der Bank habe. I'm not making a joke, guys. Und ich mache keinen Witz. This is serious matter. Das ist ernst. You understand? Versteht But ihr? But what are we thinking then? Und was denken wir dann? Or do we live in the law of life? Oder leben of wir Christ Jesus? Leben wir im Gesetz des Lebens von Christus Jesus? Do I speak to this bank account? Spreche ich zu meinem Bankkonto? Do I open my mouth? Mach ich meinen Mund and auf? Say thank you Lord. Und sag danke Herr. There is a higher reality I live in. Ich lebe in einer höheren Realität. Do you understand what I'm talking about? Versteht ihr was ich sage? It needs to be yours. Es muss deins sein. It needs to be yours. Es muss deins sein. He is your provider. Er ist dein Versorger. He's your healer. Er ist dein Heiler. That's what he is. He's your healer. He's your provider. Das ist er. Er ist dein Heiler und er ist dein Versorger. Romans chapter 8 verse 32. Römer 8, 32. It says there. Da heißt es. For he who did not spare his own son, but gave himself for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?
We have to change this verse a little bit. Wir müssen diesen Vers ein bisschen ändern. And make this a little bit more personal. Und das ein bisschen persönlicher machen. Because we read it in plural. Denn wir lesen es hier im Plural. But we should read it in singular. Sorry. Wir sollten es im Singular lesen. Forget grammar. I don't know anything about grammar. Nee, keine Ahnung von Grammatik. Okay. Where it says here, he who did not spare his own son, but gave up him up for me. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich hingegeben hat. Right, that's when you got saved, right? Das ist, als du errettet wurdest. How he will not also with himself graciously give me all things. Wie wird er mir mit ihm nicht auch alles schenken? That's exactly what you need to get a hold of. Und genau das musst du ergreifen. It is for you. Es ist für dich. All this truth of the life of God we were preaching on the last few weeks. All die Wahrheit über das Leben Gottes, was wir die letzten Wochen gepredigt haben. You need to get a hold of it and say it is mine. Du musst es ergreifen und sagen, das gehört mir. It is mine. Das gehört mir. It is not just a general nice truth. Das ist nicht nur so eine allgemeine schöne Wahrheit. But it is mine. Sondern das gehört mir. So really when we're talking about John 3:16, wenn wir über Johannes 3:16 reden. Which is really the verse we were using, right? Und das ist der Vers, den wir benutzt haben. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. So he gave him for you. Er hat ihn für dich gegeben. In the fullness. In der Fülle. So today I want to just encourage you. Und dann möchte ich euch heute einfach ermutigen. Do not look back. Schaut nicht zurück. Do not look back. Schaut nicht zurück. Move forward. Sondern geht vorwärts. Realize that you changed families. Und sei dir darüber im Klaren, dass du die Familie gewechselt hast. You live in a such much better family. Du lebst in einer so viel besseren Familie. I don't know your natural relatives. Also ich kenne nicht deine natürlichen Verwandten. But I think we are pretty good looking. Aber ich denke mir mal, wir sehen doch ziemlich gut aus. Your new family. You deine know neue I mean? Familie. We're pretty smart. Wir sind ziemlich schlau. You know, I mean, we're living the right kind of life. Wir leben das richtige Leben. We do walk in what Christ has paid the price for. Wir wandeln in dem, was Christus bezahlt hat. You know, we are nice to each other. Und wir sind freundlich zueinander. And if we don't, und wenn wir es mal nicht we sind, know how to forgive each other and wissen wir, wie wir einander vergeben. And to say I'm sorry. Wie wir sagen, es tut mir leid. Mm-hmm. You know, I think we're a much nicer family. Ich denke, wir sind eine viel nettere Familie. Don't you think so? Denkst du nicht I think auch? You look pretty good. Also ich finde, ihr seht ziemlich gut aus. Hm? Forget the past. Vergesst die Vergangenheit. And realize und erkennt, that what Christ has paid the price for. Dass das, wofür Christus den Preis bezahlt hat, that it is absolutely yours. Dass es absolut dir so gehört. Let me ask you again. Also ich frage euch nochmal. Can you see yourself living the abundant new life that Christ died to give you? Kannst du dich selbst sehen, wie du dieses neue Leben in Fülle lebst, für das Christus gestorben ist? Because remember, denn denk dran, if you can see it, wenn du es sehen kannst, you can have it. Kannst du es haben. If you can see it, wenn du es sehen kannst, you can have it. Kannst du es haben. It is absolutely yours. Es gehört absolut dir. Amen. 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 Amen.